Jo, hallo meine Freunde, was geht ab? Wir sind zurück aus Kapstadt. Wir haben heute einen Spezialgast da, den Michael Kühn. Von wo bist du? Ich komme aus Saarbrücken, aus dem Saarland. Sehr nice. Er ist angehender Sportwissenschaftler und ihr habt ja in die Videos geschrieben, ihr wünschtet Supplement-Videos, Supplement-Talks-Videos. Für das habe ich ihn hier zu mir genommen, denn er ist ein Experte, der kommt raus, wenn es tiefer in die Materie geht, für die Leute, die es natürlich dann auch interessiert. Jetzt heute habe ich mir ein spezielles Thema überlegt, was ich mit dir behandeln möchte, ein bisschen diskutieren möchte. Ihr seid übrigens auch herzlich willkommen, unten in die Kommentare frei eure Meinung zu äußern. Und zwar möchte ich mit dir heute sprechen über Doping. Doping im Sport, Doping im Leistungssport, Doping im Bodybuilding. Und ich frage dich gerade jetzt mal so in die Runde, wenn wir heute den Leistungssport anschauen, Tennis, Fußball, Basketball, Football, Schwimmen, Leichtathletik, all die Leistungssportler, wo es um viel Geld geht. Wie viel Doping ist da im Spiel? Was denkst du? Also, man kann keine genauen Zahlen nennen, aber es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass überall gedopt wird, wo ja, relativ viel Geld läuft, wo es um Anerkennung geht. Also nicht nur im Leistungssport wird gedopt, auch im Breitensport. Ob das im Fitnessstudio ist oder ob das in der Kreisliga beim Fußball ist. Seit der Antike wird immer gedopt, wurde im Sport immer gedopt. Und das stellt uns heute vor ein großes Problem. Ja, also ich find's krass, oder? Ich habe auch immer von früher, als ich mal 16 Jahre alt war, habe ich Leichtathletik mitverfolgt und auch dort war immer wieder das Thema, oder war jetzt der Maurice Green, 100 Meter Sprinter war gedopt, dies, das, schon dort was. Ein Thema, ich denke heute immer mehr und mehr, weil es immer mehr und mehr Technologie gibt auch oder mögliche Substanzen. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, da gehen wir dann nachher darauf zurück. Ich sehe es auch als ein Problem, weil es vielleicht doch tatsächlich noch Athleten gibt, auch im Radsport oder sonst, die nicht gedopt sind, aber die dann, wenn sie ganz vorne an die Spitze kommen wollen, keine Chance haben, oder? Aber was will man dagegen machen? Sind wir mal ehrlich, was willst du dagegen machen? Tests? Ja, also ich weiß, dass man Jensen-Tests umgehen kann, das hört man immer wieder, ich weiß nicht wie, aber das hört man immer wieder. Was würdest du da machen dagegen? Oder würdest du da was dagegen machen? Das Problem ist, wie gesagt, es geht einfach um relativ viel Geld. Die Gesellschaft hat ja auch ihren Beitrag, also wer will sich denn heute einen Sprint über 11 Sekunden angucken? Man will ja heutzutage immer höher, immer weiter, immer mehr Leistung sehen und die Leistungssportler sind da einem großen Druck ausgesetzt. Ja, klar. Ja. Und man will immer die Zeiten fallen sehen im Endeffekt. Deshalb sind wir da auch nicht ganz unschuldig. Klar, jeder Sportler entscheidet selber, ob er was nimmt. Aber wie gesagt, im Leistungssport sollte man sich jetzt nicht die allergrößten Hoffnungen machen, dass da alle Idole ja dopingfrei sind. Okay, also kann man wirklich sagen, überall wo Leistungssport ist, okay, dort muss man rechnen, dass Doping im Spiel ist und das muss man akzeptieren, ja? Auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, dass sich die Wirkstoffe, die Medikamente auch gar nicht so unterscheiden. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist die Dosis. Ja? Im Bodybuilding haben wir das Problem, da sieht es jemand, ja? Jeder, ja? Da sind andere Dosierungen als im Fußball, als in der Leichtathletik, als im Radsport. Ja. Sehr gut. Du hast das Thema Bodybuilding angesprochen, natürlich Sport, wo es hier drum geht. Das finde ich eben das Gute am Bodybuilding, dass man eben mittlerweile halt zwei Richtungen gehen kann. Man hat einerseits den Natural Bodybuilding und andererseits den Bodybuilding, oder besser gesagt Verbände, wo man nicht drüber spricht, wo keine großen Dopingkontrollen stattfinden. Jetzt ist aber immer wieder so, dass man auch vermehrt wieder hört, dass in Naturalverbände, vor allem auch in Amerika, Leute dopen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das macht mich ein bisschen traurig, weil ich starte ja auch dieses Jahr wieder in Amerika beispielsweise an der Weltmeisterschaft. Und wenn ich mir dann vorstelle, okay, dass ich jetzt da auf der Bühne bin mit einem Athleten, der vielleicht mal irgendwas genommen hat, dann fuckt es mich ein bisschen ab. Klar, ich mache den Sport für mich. Ich möchte dieses Jahr besser sein als noch 2014, 2013. Das spornt mich an. Ich möchte schauen, was geht maximal natural, was ist maximal möglich natural. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich dann dort auf der Bühne stehe und man weiß oder man vermutet, dass jemand gedopt ist, das zieht einem schon ein bisschen runter. Gut, nach wie vor glaube ich an den Natural Sport, extrem an den Natural Bodybuilding. Darum möchte ich auch
mit der Pro Bowl Classics halt wirklich ein Event auf die Beine stellen, wo krass geprüft wird, alles was geht, und möchte den Sport ganz klar fördern, weil in meinen Augen ist Natural Bodybuilding etwas vom Gesündesten, was man machen kann. Gut, kommen wir zurück zu den Dopings. Was für verschiedene Arten von Dopings gibt es dann? Ich muss dich fragen, weil ich wirklich null Ahnung habe. Ich weiß, dass immer wieder Leute schreiben, hey, du konsumierst Clenbuterol oder Testosteron oder solche Sachen. Ich kenne diese Ausdrücke halt, weil ich sie lese oder mich schon mal jemand mit diesen Themen konfrontiert haben. Aber da gibt es ja so viele Substanzen. Und ich habe auch gehört, wenn du diese Substanz nimmst, dann musst du diese Substanz wieder nehmen, um irgendwie in deinem Körper wieder was zu regulieren. Das ist genau. Sehr kompliziert. Ja, ist sehr kompliziert. Schieß mal los, was gibt's da, was läuft ja, da? Also allgemein würde ich jetzt erstmal hier erklären, was eigentlich Doping ist. Ja, also die World Anti-Doping Agency, WADA, die definiert genau, was eine Doping-Substanz ist. Also Doping allgemein ist der Einsatz von unerlaubten Substanzen oder Methoden, die halt in einer Liste von der WADA aufgelistet werden. Die WADA ist die internationale Liste weltweit. Genau, okay. Genau. Und ich habe jetzt hier mal drei Einteilungen getroffen, und zwar sind das die konventionellsten Dopingmittel. Also das ist einmal das Hormondoping, dann das Doping mit Stimulantien und das Doping mit Narkotika, also Schmerzmitteln. Hormone kennt wahrscheinlich jeder, der sich ein bisschen mit Bodybuilding beschäftigt hat. Das sind einmal die AAS, sogenannte anabole androgene Steroide wie Testosteron. Das Testosteron ist eigentlich so die Basis, ja, also davon geht eigentlich jedes anabole Steroid aus. Mhm. Dann haben wir andere Peptidhormone wie das Wachstumshormon HGH oder auch EPO, was vor allem aber im Ausdauersport benutzt. EPO kenne ich vom Radsport, ja. Ich habe mir letztens den Film reingezogen von Lance Armstrong. Richtig krasser Film. Da wurde gezeigt, wie sein ganzes Team gedopt hat und systematisch betrogen hat. Das ist schon krass. Auf jeden Fall. Ja, ist wirklich schon krass, ja. Genau, also wenn man sich auch überlegt, in der DDR, aber auch damals bei uns in der Bundesrepublik Deutschland im Westen, wurde ja Doping auch vom Staat subventioniert, gefördert im Endeffekt. Man hat da nicht gesagt, ja, wir fördern jetzt Doping, ja, sondern man hat da geschaut, ja, präventive Medizin hat man das dann, denke ich mal, eher so genannt. Ja. Und ja, die Stimulantien sind halt die zweite Gruppe. Die kennen die meisten wahrscheinlich aus den Boostern. Stimulantien, das sind Aufputschmittel, Amphetamine oder Ephedrin, ganz bekannt, aber auch Adrenalin. Ja, die aktivieren im Endeffekt ein Hormon, ein Nervensystemast, ja, den Sympathikus, der uns halt aktiver macht, genau. Der uns, es gibt ja dieses Fight or Flight Reaction, damals aus der Evolution. Also entweder haben wir uns, sage ich mal, dem Säbelzahntiger gestellt oder wir sind geflüchtet, ja. Ja. Und dieser Fluchtmechanismus wird halt einfach durch Stimulantien aktiviert, diesen Leistungsfähigen. Okay. Dann noch die Narkotika, das ist ein Schmerzmittel, ganz berühmt bei den Fußballern, ist das Ibuprofen. Das Ibuprofen ist auch ein Schmerzmittel, oder? Genau, genau. Und das geht unter Doping, Ibuprofen. Das Ibuprofen ist auch schon Doping, genau. Krass. Schmerzmittel ist, wenn du mit Schmerzmittel einen Wettkampf bestreitest, dann ist das eigentlich auch schon Doping. Okay. Genau. Was darf ich fragen? Was bringt dir dann ein Schmerzmittel für einen Athlet? Ja, du unterdrückst, sag ich mal, den Schmerz. Du kannst über deine Grenzen hinaus trainieren oder wettkämpfen. Eigentlich in einer Situation, in der dir dein Körper eigentlich gar nicht mehr erlaubt, so eine hohe Leistung zu bringen. Okay. Alles sehr, sehr gefährlich. Also alle Mittel haben Nebenwirkungen. Das sind zum Teil, ich meine, die schlimmste Nebenwirkung ist immer der Tod. Also bei einer Überdosierung kann eigentlich bei allen Medikamenten frühzeitig oder halt auch später der Tod eintreten. Bei Testosteron, wenn man das mit Testosteron dopt, dann hat man wahrscheinlich Haarausfall, man kann starke Akne bekommen, Schlafstörungen können auftreten. Okay. Und ja, das zieht sich dann über Wachstumshormone, durch Deformierung, im Gesicht, ja, Akromegalie nennt man das,
dass zum Beispiel das Kinn extrem wächst oder Ellbogen wachsen extrem. Ja, okay. Habe ich auch schon gehört. Ja. Dass der Bodybuilder teilweise riesengroßen Füße haben und also Hände und Füße. Ja. Und ja, Stimulantien, zentrales Nervensystem, kann auf lange Zeit geschädigt werden. Und ja, mit Schmerzmitteln unterdrückt man halt auch gewisse Mechanismen im Körper. Die dann irgendwann vielleicht wieder kommen, oder? Es ist nie gut, etwas zu unterdrücken, oder? Auf jeden Fall. Es ist, auch wenn man gewisse Sachen hat, hier drin, tut es ab und zu gut, mit einem Freund zu sprechen, anstatt sich in sie reinzufressen. Und das kann ich mir hier natürlich vorstellen, wenn man Schmerzen unterdrückt, dass das dann wie ein Schlagarm irgendwann mal zurückkommt. Man soll auf jeden Fall auf seinen Körper achten. Ja, also wenn der Körper sagt, ich kann jetzt keinen Sport machen, dann sollte man sich nicht 800 Milligramm Ibuprofen reinziehen, ja, klar, und dann Wettkampf bestreiten. Ja. Das ist einfach Schwachsinn. Ja. Okay, Michael, ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar, ich lese immer wieder von Clenbuterol und Trenbutolon. Trenbolon. Das ist beim Bodybuilding immer wieder ein häufiger Begriff, weil ich lese auch immer wieder, hey, wenn du wieder runterschreddest, du hältst dich da auf Clenbuterol oder Trenbutolon. Was machst du? Was ist das? Wo gehört das hin und was macht das? Ja, also Clenbuterol oder auch Trenbolon, das sind zwei verschiedene Wirkstoffe, kommen beide eigentlich aus der Veterinärmedizin, also aus der Tiermedizin, aus der Rinderzucht eigentlich. Mhm. Trenbolon ist ein sehr, sehr starkes anabolisches Steroid, was besonders halt dafür bekannt ist, dass es einen ja, relativ hart macht. Ja. Warum? Es greift zum Teil die Fettspeicher an, natürlich wird der Stoffwechsel aktiviert, ja. Aber es hat halt natürlich auch, es verstärkt den Muskelaufbau, ja. Und Muskeln rauben ja, sag ich mal, dem Körper Energie, auch in Ruhe, ja. Der Grundumsatz wird gesteigert. Klar. Ein Mensch mit mehr Muskeln verbrennt wesentlich mehr als ein Mensch weniger Muskeln. Ja. Und was läuft mit dem Clenbuterol? Ja, Clenbuterol wird im Bodybuilding hauptsächlich zur Fettverbrennung benutzt. Es hat zwar eine milde anabole Komponente, ja, aber die wird überschätzt. Das heißt, man müsste eine Dosierung eingehen, um Muskeln mit Clenbuterol aufzubauen, die in Relation zu den Nebenwirkungen nicht mehr gerechtfertigt werden. Okay. Also allgemein sind keine Medikamente, Medikamentenmissbrauch ist nie gerechtfertigt, ja, am gesunden Menschen. Das muss man ganz klar sagen. Ganz klar. Würdest du Leuten, die einfach einen guten Körper haben wollen, würdest du den Leuten empfehlen, das zu machen? Also ich würde es generell niemandem empfehlen, denn was bringt es dir jetzt, sag ich mal, im Fitness oder Bodybuilding? Du ernährst dich gesund, du trainierst hart, ja, hoffentlich auch schlau und du schädigst dir mit den Medikamenten. Ja. Was bringt dir das, wenn du deinen Körper durch das Training, die Ernährung, sag ich mal, formst, ja, gesund formst, aber du machst ja halt durch den Einsatz von Medikamenten in den deine Zukunft vor allem kaputt. Auf jeden Fall, Leute. Also darum auch nochmal ganz klar meine Empfehlung, ihr wisst, stay natural, versucht diesen Sport natural zu machen, feel free, oder? Ich sage immer, jeder kann selber entscheiden, was er macht. Ich verurteile gar niemanden, wir dürfen auch niemanden verurteilen, weil schlussendlich jeder selber für sich verantwortlich ist. Aber meine Empfehlung, lasst die Finger davon. Ich habe schon früh, schon mit 15, 16, 17, als ich angefangen habe zu trainieren, immer die Finger davon gelassen, weil ich mich auch nie ins Detail informiert habe. Ich habe mich nie informiert, ich wollte gar nicht groß wissen, was für was ist, hatte auch gar keinen Plan und hatte auch viel zu viel Respekt und Angst davon, von den Nebenwirkungen und hatte auch viel zu viel Respekt und das war meiner Meinung nach einer der Hauptgründe, abhängig davon zu sein, weil wenn man von irgendetwas abhängig wird, dann ist das nie gut, nie. Das kann einen fertig machen, psychisch sowie auch körperlich und darum ganz klar Leute, stay natural. Gebt Gas, Mann, es ist sehr, sehr viel möglich, natural zu erreichen. Wenn ihr die richtige Genetik habt, ganz klar, dann sieht es sehr, sehr gut aus. Selbst wenn ihr nicht so eine gute Genetik habt, könnt ihr mit harter Arbeit, hartem Training, Konstanz vor allem, Konstanz während Jahren, gute Ernährung, einen super Traumkörper aufbauen. Das könnt ihr, ich verspreche euch das. Michael, vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Ja, kein Problem, gerne. Und mal hier ein bisschen erläutert hast, was läuft im Doping. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch die Art von diesen Videos gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns. Bis bald. Kiss, kiss. Bang, bang. Shit. Michael.
laufen. Langsam vorbeilaufen, Bro. Ja, doch vorbeilaufen. Ja, lauf.